Hi ho, willkommen zurück hier bei DotHack GU Last Recode, speziell zu Volume 1 Rebirth. Beim letzten Mal haben wir gegen Andrians gekämpft und uns den Titel des Imperators, oder wie das hier halt auch mal wieder heißt, uns so gesehen erkämpft und haben auch eine E-Mail bekommen, in der halt drin steht, dass wir eine Krönungszeremonie hier, ne, abhalten. Also, dass CC Corp eine Krönungszeremonie abhalten möchte und wir, beziehungsweise Hasseoda auch auftauchen soll. Deswegen steht hier, herzlichen Glückwunsch zu seinem Sieg im Titelkampf zur Feier des neuen Imperators. Veranstalten wir eine Krönungszeremonie. Bitte komme zum Transportschiff im Hafenviertel von Mek'Anu. Okay. Dann sollen wir mit irgendeinem NSC sprechen. Na gut, dann machen wir das mal. Wir loggen uns hier in The World ein. Die ganzen Nachrichten habe ich ja beim letzten Mal, am Ende der letzten Folge, schon vorgelesen. Deswegen hier ist nichts neu. Das passt dann. Können wir einfach normal weitermachen. So, wir sollen das Chaos-Tor benutzen, Teleport-Menü zur Stadt nach Mek'Anu. Und da muss ich jetzt das Hafenviertel suchen. Was wir auch machen könnten, wenn das möglich ist, das kann ich jetzt mal nachschauen. Okay, sagt nichts. Upsala, ich drücke immer Option. Es tut mir leid, aber Option ist bei Monster Hunter oder auch bei anderen PlayStation-Spielen, also PlayStation 4-Spielen, immer das Startmenü. Und hier ist es halt eher dieses Pausenmenü. Oder geht's, wenn ich hier drauf drücke? Ne, das ist die Karte. Na gut, hier ist das mit Dreieck halt. So, okay, alle sind beschäftigt, was nicht so gut ist, weil wir haben immer noch, wie ihr wisst, mit Pyros eine Quest offen. Die würde ich halt liebend gerne mal machen. Ah, naja, wir haben auch Gaspard, ne? Gaspard und Pyros sind total hinterher, was Leveln betrifft. Der Rest ist schon 44. Na gut. Dann würde ich sagen, gehen wir hier raus und suchen uns hier den Hafen. Denn wir sollen ja ins Hafenviertel gehen, ne? Wurde uns ja gesagt. Dann sieht man auch schön auf der Minimap oben, wo wir direkt hin sollen. Und dann mal schauen, wo uns der NSC, der nicht spielbare Charakter, hinbringt. Der dann wahrscheinlich, ne? Hallo, Kapitän. Hallo, Meister Hasio. Das ist ein Transportschiff auf dem Weg nach Brazil, der Insel. Sorry, ich habe das nicht gerade lesen können. Ja, auf dem Weg nach High Brazil, der Insel der Könige. Okay. Können wir mal kurz ein bisschen reden. Herzlichen Glückwunsch zu deinem Sieg im Dämonenpalast. Um nach High Brazil zu reisen, wirst du Segel setzen. Na gut. Machen wir das einfach mal. Setzt die Segel. Oh, die Sonne. Im Hintergrund voll groß irgendwie. Brennt erstmal alles nieder. Naja. Muss ja auch mal sein, ne? Has the world witnessed something spectacular? The flash of a shooting star carved into the river of time by the chosen ones? We call them legends! Victors surpass ordinary men. They understand the true meaning of power. And today, a new legend is born! Let me introduce our new emperor, Team Haseo! Let's shift to the presentation of the rare sword!
Well done. Ah, okay, und wir erhalten die Nadeldreh. Mal sehen, was das für eine Waffe ist. Ja, schauen wir uns beim nächsten Mal an, denke ich mal. Oder beziehungsweise jetzt, wenn wir dann die Chance gleich dazu haben. And the crowning ceremony is over! Everyone, relax and enjoy yourselves! Well, since I'm here now, might as well talk to everyone. Genau, dann machen wir das auch gleich mal. Reden wir gleich mal mit allen, aber ich drück schon wieder das falsche Ding. Ausrüstung. Momentan haben wir ja das drin. Hier, Nadeldreh. Das ist ein Zwillingsschwert der Stufe 40. Das ist eigentlich gar nicht so schlecht, ne? Also es hat zwar weniger Angriff, was ja logisch ist. Aber es hat wieder so ein Zwillingsschwert. Wieder zwei kleine halt, ne? Nehme ich einfach mal. Vielleicht können wir auch noch ein paar Sachen reinballern. Ja, hier können wir zum Beispiel Gift hinzufügen, Schlaf oder Feuerschaden. Komm, machen wir mal Gift dazu. Und als zweites. Ja, komm, weil wir Feuer so viel haben, machen wir beides, Gift und Feuerschaden. Dann passt das schon. Hier können wir auch noch Sachen hinzufügen. Habe ich das nicht schon getan mit dem EP erhöhen und sowas? Oder war das nur bei dem Ring? Nee, maximale FP möchte ich bitte mehr haben. Reduziert physischen Schaden, machen wir das auch an. Genau hier Training, da war das denn, genau. So, dann passt das schon. Hier habe ich mich übrigens wirklich geirrt. Ich habe ja aus dem Altar, das ist mir dann später erst aufgefallen, als ich die Folge geschnitten habe, oder die Folgen, ich habe das Schwert ja zweimal bekommen hier, Flügelgift, einmal in dem Altar, weswegen wir die Quest gemacht haben, und am Ende der Quest haben wir das ja nochmal bekommen. Jetzt hätten wir die beiden eigentlich mit der Alchemie zusammenführen können. Dann hätten wir das Schwert plus 1 gehabt. Das heißt eine verstärkte Version. Aber ich habe es ja verkauft. Aber jetzt weiß ich das für die Zukunft. Ich muss mir das echt merken. Und hier können wir eigentlich sein... Ne, Flügelgift, das brauchen wir noch. Den können wir auch einen zweiten Effekt hinzufügen. Sonst auch Feuerschaden. So. Okay. Dann, wie gesagt, reden wir mal mit ein paar Leuten, ne? Was ist denn mit dir los? Ah, it's Haseo! You were great! Congrats! What are you talking about? You're one of the victors too, you know. Yeah, but you're the leader. Congrats! Huh? Kun was here till a moment ago. Hmm? What are you two talking about? Ladies, compared to your dazzle, even the guest of honor would be dulled. Oh, you! If you keep giving me that kind of compliment, I'll... You're so beautiful when you're embarrassed. Oh, Cooney! That's just so like Kun. Ja, der Kun schmeißt sich natürlich wieder ran. Das war ja so klar. Kun's illness is going to heal anytime soon. Hä, welche Krankheit? Meint er die. Kun went away. Ja, meint er als Krankheit, dass er den Frauen so verfallen ist? So wie sie. Ich bin eingenickt, als du Engines besiegt hast und habe es verpasst. Das nervt total. Das ist nicht so geil. Genieße heute deinen Sieg, doch eines solltest du nicht vergessen. Bei der nächsten Krönungszeremonie könnte ich hier stehen. Selbstverständlich könnte es auch anders kommen. Ansonsten habe ich nichts mehr zu sagen. Na gut, dann nicht.
Das heißt, es ist die ganzen 0815 NPCs, die hier... Oh, das Essen. Guckt euch das Essen an. Nee, nicht Hassi, nur hier. Mann. Essen. Dann so ein Zoom auf Haseo. Naja, ich denke mal, alle anderen NPCs hier, die keine wichtige Rolle haben, haben wahrscheinlich kein Voice-Over. Aber ich denke mal, Zelkova und Kaede, die haben beide jetzt Voice-Over. You're amazing, Haseo. I hope we can be friends. Ja, Freunde. You're amazing, Haseo. Ja, lass uns Freunde sein. Congratulations. You're the star tonight. Naja. Congratulations. You're the star tonight. Das kann man so oder so sehen. Eigentlich, wie Haseo ja schon selber sagte, hat unser Team ja den Sieg geholt. Das heißt, nicht ich bin der Star, sondern eigentlich sind es ja auch Atelier und Syllabus, ne? Und meines Erachtens auch Gaspard, weil Gaspard trotzdem zum Team gehört, auch wenn er nicht mitgekämpft hat. Er hat uns trotzdem unterstützt. Genauso wie Kuhn und Pai. Irgendwie haben alle gewonnen. So, Glückwunsch, ich habe fast alle deine Kämpfe gesehen. Okay, die wiederholt sich nur. Ninjato oder Ninjato. Glückwunsch, neuer Imperator. Ich bin enttäuscht, dass Miko, der Soldat, den ich angefeuert habe, nicht gewonnen hat. Oh, Miko. Okay, Sirius. What? Oh, nothing. Okay. Was hat der denn, welchen Bein ist der denn aufgestanden? Naja. Zuerst war ich mir nicht so sicher mit der Arena, aber jetzt nach meiner Teilnahme an der Krönungszeremonie verstehe ich die Anziehungskraft. Okay, die wiederholt sich auch nur. So, wir gehen erstmal mit dem großen Leo. Deine Gilde Ente wird nun berühmt werden. Wie du das nutzt, liegt an dir. Na gut, und jetzt natürlich der Gabi. Long time no see. Your voice is loud as ever. Pretty great fights. Okay. Fun to watch. Schade, dass er den Smiley nicht ausspricht. Das wäre witzig, wenn er irgendwie sagen würde. Fun to watch. Doppelpunkt, Klammer zu. Ich weiß nicht, was das auf Englisch heißt. Sehen wir nicht, dass der Doppelpunkt Double Point heißt und Klammer zu. Weiß ich auch gerade nicht. Da bin ich gerade nicht so auf dem neuesten Stand, weil diese Wörter verwende ich irgendwie sehr, sehr selten. Aber ich wette, wenn ich das höre, was Klammer auf und Klammer zu auf Englisch heißt, dann würde ich sagen, ach ja, stimmt ja. Okay, wir haben jetzt mit allen hier geredet. Ich denke mal, hier rein können wir nicht. Nee. Das heißt, ich gehe mal runter hier und guck, ob hier noch Leute zu finden sind. Na, guckt mal, wer da ist. Tonight's drink tastes especially good. Er sollte ja eigentlich den Kommentator übernehmen bei dem Kampf mit Andrins, also sollte der Co-Kommentator sein, aber er war ja nicht da. Antares, are you drinking in real life? Yeah, you bet I am. Okay. Und natürlich ist auch sie da, wie Al-Kaid oder Al-Kaide, die ein bisschen sauer auf uns ist. You won't get any congratulations from me. I'll never forgive you. Ja, chill doch mal. So, was sagt er nochmal? Antares. Okay. Yeah. Ja, gut, er wiederholt sich noch. Okay. Und Pai ist natürlich auch da. Since you're the star tonight, I hope you're not going to pick a fight with me. Since you're the star tonight. Nee, eigentlich hatte ich nicht vor, mich mit dir zu streiten. Ich hatte eigentlich vor, mich zu bedanken und mir ihre Glückwünsche anzuhören, aber anscheinend hat sie keinen Bock mehr, einen Glückwunsch auszusprechen. Gut, dann Pyrrhos ist ja auch noch, ne? Den habe ich natürlich gleich erspäht, der da hinten am Strand steht und sich den glitzernden Sonnenuntergang anschaut. Hallo. Oh, he with fair. How about a kiss to celebrate your victory? Was? No thanks. Oh Gott, wie er lacht. Wait, stop. Get away. Oh Gott, er macht's also wirklich. Nein.
Oh, come now, what's the problem? Mwah! Oh Gott, du bist das Problem. How do you like my hot passion? Ja, ein bisschen zu heiß, ich verbrenne mich da dran. Naja, ich muss zugeben, ich bin auch so ein Typ, der in Online-Games, ja auch mal aus Scherz und so noch andere männliche Charaktere umarmt oder Küsschen gibt, weil ich es einfach witzig finde. Weil es ist halt nur ein Game, ne? Das passiert ja nicht wirklich. So wie im Real Life würde ich mich halt anders verhalten, aber in Online-Games finde ich das schon ab und an mal sehr amüsierend, das zu machen. Warum führt hier ein Steg lang, wenn es hier gar nicht weiter lang geht? Oder kommt man hier auch irgendwo runter? Nee. Cool, den Steg hier kann man niemals betreten, wenn man den hier zurückverfolgt. So visuell, dann geht der hier lang. Hier. Und hört hier an der Wand auf. Da. Da gibt es keine Tür oder sonstiges, sondern es ist einfach ein Steg, den man niemals besuchen kann. Cool. Aber, ach da. Ich kann sagen, ich habe noch nicht alle gesehen, oder? If we get the chance, let's fight again. It was fun. Das war's schon. Where did Adelie go? Ah. Vielleicht sollte ich zum Pavillon gehen. Okay. Jetzt ist ihm das auch erst aufgefallen. Ich dachte eigentlich in der Sequenz mit Gaspard und Syllabus wird er das selber sagen. Also da dachte ich eigentlich, dass Hasio dann selber merkt, so Moment mal. Wo ist eigentlich Atomy? Should the star of the party be in a place like this? You're... the commentator from the title match, right? Haseo is worried. Huh? He's probably out there looking for you right now. Oh no, I doubt that. I'm sure Haseo doesn't care about me. You had a fight? I think the problem is deeper than that. We're not even close enough to fight. I think he might hate me. I'm totally dependent on others, and I'm always so slow. It's no wonder he always gets frustrated around me. I see. But even so, you still want to get closer to Haseo. In which case, you have to put in some effort too. Isn't that right? Well, what do you suggest that I do? Listen, your character... Ovan! Haseo! Ovan, what are you doing here? What are you up to? It's been a while. Don't sound so irritated. Yeah, it's been a while because you keep wandering off. Perhaps I did. But even so, don't you find this scene nostalgic, Haseo? Everything was filled with mystery back then. We don't have to talk about that. Not here, anyway. Searching for something that may not exist. Trip without a destination. Every day turned out to be fruitless. Yet, it was enough for us. Haseo, myself, and Shino. With the three of us here, it's almost like we're back to the days of the Twilight Brigade. Stop it! Excuse me, what are you two talking about? What brigade? And who's Shino? Oh, didn't Haseo tell you? Stop it! Before he became a PKK, Haseo was a member of my guild, the Twilight Brigade. Our guild was searching for a precious object.
An object? What was it? Perhaps you've heard of it. The legend of the Key of the Twilight. Sorry, don't know it. The greatest treasure in the world. A mythical item said to be an all-powerful key that could grant the possessor any wish. So, Shino was part of your guild and you were all looking for it? That's right. She was a member of the Twilight Brigade. But she... That's enough, Ovan! Half a year ago, she was PK'd while playing in the world. And ever since then, she's never logged in once. And we haven't been able to contact her. Was it the PK? Shino and Haseo were very close. Isn't that right, Haseo? Shino used the same character that you do. Understand what that means? Shino! Leave. Damn, you're so irritating! Don't show your face again! Oh, I see. Hey, wait! Leave me alone! I said wait, Adelie. I enjoyed being with you. That was why I wanted to become closer friends with you. I know I'm so slow and clumsy. And I know how much I irritated you. But even so, I wanted to go on a lot more adventures with you. I was really happy when you invited me to the arena. That's why I studied so hard by myself. About arts, spells, the different jobs, and the timing for recovery. Everything! I wanted you to smile. I wanted you to praise me. You... But... That was all for nothing! You weren't adventuring with me! No! You were just looking at Shino all this time! God, I'm such an idiot! No matter what, there's no reason for this! If you won't look at me! Adelie. Over there! There he is! The star of the evening! Don't sulk out here all alone. Come on back to the hall with us. Alone? We can't find Atali anywhere. Maybe she logged off. Then, it's time to call it a day. Well done, Haseo. Bye-bye, Haseo! Later! Ovan, what is it? What do you really want? Adelie. Oh Mann. Ach, Haseo, du hättest das alles verhindern können, wenn du einfach das getan hättest, was man eigentlich so tut, ne? Ah, naja, ich kann ihn ja auch verstehen, dass er vielleicht noch der Shino hinterher trauert und natürlich in dem Charakter von Atali Shino so gesehen sieht, aber er muss wirklich anfangen, Atali halt auch als eigenständiger Charakter oder als eigenständige Person zu sehen. Hier kann ich nichts tun, ich sollte in die Stadt zurückgehen. Na gut, das machen wir jetzt auch. Oh Mann. Schon etwas traurig, dass
Ja, das ist so ein Abgang halt war jetzt. Tut mir die Atelier jetzt auch wieder voll leid, weil... Ja, sie wollte halt nur Anerkennung, ne? Sie wollte was mit Haseo machen und jetzt... Da Owen das ja ausgesprochen hat, was eigentlich uns schon, also ne, wir und euch Zuschauern ja schon längst klar war, dass Haseo halt Shino in ihr sieht. Ja, war klar, dass dann das dazu kommt, aber zum Glück ist es jetzt raus. Jetzt kann es ja eigentlich nur noch besser werden, wenn Haseo sich die Worte auch zu Herzen nimmt, ne? Und wir verlassen die schöne Königsinsel und die Zeremonie, sehen die Lichter von Mek'Anu im Hintergrund. Und wahrscheinlich sehen wir auch gleich Owen wieder, der da irgendwo steht. Oder auch nicht. Der hat sich auch wieder ganz schnell verdrückt, ne? Der Kleine tut nicht gut. So, wir haben natürlich wieder Post. Das heißt, ich denke mal, jetzt hier gibt es nicht viel für uns zu tun. Gruppentechnisch können wir Pyrrhos jetzt aber einladen. Das machen wir jetzt auch. Und ich nehme Gaspard auch noch mit. So, auf ins Abenteuer. Perfekt. So, aber Atelier, ja genau, die dürfte offline sein. So, jetzt können wir nämlich nochmal zum Questschalter, bevor wir nämlich ausloggen halt und uns die Post angucken, beziehungsweise die E-Mails angucken, die wir jetzt bekommen haben, machen wir noch schnell die offene Quest. So, Quest annehmen. Das haben wir alles schon erledigt hier. Genau, und das fehlt hier noch. Genau. Teilnehmermitglieder, 3 Leute werden benötigt. Wir sind 3 Leute. Und nimm die Quest an. Genau, ja. Du kannst im Hauptmenü. Genau. Wartet bitte einen Moment, das kennen wir ja schon. Das überspringe ich jetzt auch. Weil das ist ja immer das Gleiche. So, dann gehen wir zurück zum Dom. Und schließen diese Quest nochmal ab. Und da bin ich auch mal gespannt, wie stark diese Waffen sind, die wir jetzt bekommen haben. Die sind zwar nicht so stark wie das Großschwert, ne, was wir sonst immer haben. Aber da es wieder diese Doppelklingen sind, die Haseo verwendet, sind die wieder schneller. Das heißt also, wir könnten in dem Sinne... wir haben hier noch das offen. Okay, das müssen wir auch noch machen dann auf jeden Fall. Das machen wir auch dann noch danach. Erstmal das hier. Gebietswirt von Dr. Pau für die Quest Bezwinge Garogon und danach werden wir mit Pai und Kuhn in dieses Gebiet gehen. Ja, das ist auch 23, ist deutlich unter unserem Level. Deswegen dürfte das eigentlich relativ schnell jetzt vonstatten gehen. Look! Huh? Look at this beautiful sea! A horizon more mystical than real life. It's so well done, it gives a true sense of being in a real place. The fog effect had to be adjusted so that the color of the sky matches the color of the ocean. It's quite difficult. Do you work for a game company or something? Oops! I can't answer a question like that, for I am Pyrrhos III, a man of mystery! Oh, come on, you can tell me! Na, no, wenigstens hat Haseo mal gelacht. Und ich muss sagen, ich finde es cool, dass das bedacht wurde von den Entwicklern hier des Spiels. Wir haben ja Gaspard mitgenommen. Oder Gaspard. Und dass der auch mit Pyrrhos interagiert, finde ich sehr interessant, weil der Quest wurde ja bloß gesagt, dass wir Pyrrhos mitnehmen sollen. Das heißt, wir hätten jeden anderen jetzt noch mitnehmen können. Wir hätten Kuhn dabei haben können, Pai dabei haben können, Syllabus. Und da fragt man sich halt, was hätten die denn wohl gesagt? Hätten die alle dasselbe gesagt? Und darauf bestanden, dass Pyrrhos das verrät, oder? Ja, hat jeder seinen eigenen Dialog. Ich glaube ja, dass jeder seinen eigenen Dialog hat. Ja, das ist halt... Ja, das wird hier ziemlich fix gehen. Wir sind nämlich schon, wie gesagt, deutlich drüber, ne? Hier 5000 Damage.
nothing. Ja, ist schon krass, wie wir pro Schlag von so 3000 und sowas machen. Aber naja, ist ja auch logisch, ne? This game has a really beautiful ocean. And the fog adjustment's impressive. You have sharp eyes! These ocean graphics rank among my top three! Piros, you do work for a game company, don't you? Hey, I won't fall for a simple trick like that, for I am Piros the Third, a man of mystery! Oh, come on! You can tell me! Okay, young man. Yeah? You seem to know something about graphics. Is that your real job? Are you a pro? Well, you see, I'm just a high school student. I like to draw pictures. So you would like to become a graphic designer in the future, yes? You have great promise, in my opinion. I am quite impressed. Well, you see, the problem is... Yes? What is it? You sound as if you've lost your best friend. My parents. They want me to get a regular job as an office worker. They say if I don't go to the college they want, they won't support me anymore. Eh? So, I've been thinking about it a lot lately. Don't think! Huh? Let your passionate soul burn! Convince your parents with your burning spirit! Make a miracle happen! That won't work. I guess it's better to be normal. Oh, der Arme. Ja, das ist auch immer schade, ne, wenn die Eltern sich so gesehen mehr für die Kinder wünschen. Das ist ja auch völlig in Ordnung. Ja, also ich bin selber noch kein Elternteil, deswegen kann ich das schwer einschätzen, aber ich kann es halt nachvollziehen, wenn die Eltern halt natürlich nur das Beste fürs Kind wollen und sich halt wünschen, dass das Kind später sehr viel Geld verdient, einen anständigen Beruf hat, nur ist halt doof, wenn die Eltern halt nicht sehen, dass das Kind eventuell nicht dieselben Vorstellungen hat und vielleicht auch mit sehr, sehr viel Geld und einem guten Wohlstand im Beruf ja, aber nicht glücklich sein kann, wenn es nicht das ist, was man gerne machen möchte, ne? Man sollte also schon irgendwie immer den Kindern ermöglichen, selber zu entscheiden, was sie machen möchten, und selbst wenn sie nicht so viel verdienen, wie sich die Eltern das immer vorgestellt haben, wenn man aber über die Runden kommt mit dem Geld und halt, ne, selber auch sehr, sehr zufrieden ist mit dem Job, dann sollte man doch auch glücklich sein. Für das Kind, für das eigene oder etwa nicht. So. Auf diesem Barriere kann man Wörter verwenden. Wer den Stein nicht hat, kann nicht eintreten. Achso, kann man Wörter erkennen, okay. So, das heißt, wir brauchen also einen Stein, den müssen wir noch nachsuchen, beziehungsweise wir müssen das Gebiet erkunden und den Stein suchen, so rum. I'll try my best. Was passiert, wenn ich jetzt eigentlich hier... Okay. Oh, die sind alle One-Hit. Wow, we did it! Man kriegt doch kaum Erfahrung, aber ja, gut, logisch, ne? Let's get going! Let's get going. Ja, die Klingen sehen auch cool aus, habe ich mir jetzt gar nicht so genau angeguckt. Schon schön. So, wir ballern dann hier durch, sind auch relativ zu spät hier in diesem Gebiet. Hätten wir definitiv früher sein sollen. Ich schätze auch, dass wir gewonnen haben. Das war ja gar nicht so schlecht. So, ich renne mal die andere Seite rum. Wir können auch das Motorrad verwenden, das weiß ich, aber... Ich finde die Steuerung so grässlich mit dem Motorrad hier. Da mit dieser... Gott. Naja. I think even I can win. Nicht so meins.
So, ich schätze mal, hier ist denn dieser Stein drin, den wir brauchen. Oder auch nicht. Da sind Ohrringe drin. Dann geht's dann noch hier lang. Ne, Moment. Moment. Wir haben ja hier noch einen Gang. Genau, das habe ich nämlich gar nicht gesehen, weil ich blind bin. Wir können hier noch rüber auf die Insel. Und dann noch runter auf so eine Insel. Ja, wir nehmen trotzdem alle Mobs mit, ne? Auch wenn es uns nichts bringt, aber das ist Gebiet wenigstens aufgeräumt, nehme ich das jetzt mal. So, weiter geht's. I'll try my best. Sind wir mal rangestürmt, damit wir schneller da sind. So. Ein paar Items können wir auch wieder dazu bauen. Erdgötze einfach. Ist bestimmt, wie gesagt, ist eh alles nicht mehr auf unserer Stufe. Werden wir wahrscheinlich gar nicht mehr gebrauchen können. Aber naja. Bam! Let's get him! So, Moral ist auch wieder voll. Bam! Muss genau auch schnell. Mal schnell so einen aufgeladenen Angriff rausgeballert. Und jetzt haben wir den Festungsstein. Jetzt können wir aber weiter. Ist aber auch so cool aus da im Hintergrund, ne? Das ganze Ding da. Was auch immer das sein soll. Eine Stadt, ein großes Schiff. Keine Ahnung. Ich weiß, dass mal darüber gesprochen wurde in dem Spiel. Dass das mal erwähnt wurde. Dass es da im Hintergrund voll schön ist und so und irgendwie mal auch erklärt wurde, aber ich habe es schon wieder vergessen. Es tut mir echt leid. So, dann schließen wir, wie gesagt, diese Quest noch ab. So, der Festungsstein hat die Barriere neutralisiert. He looks strong. He is strong. I've fought him lots of times, and I've never been able to beat him. You trying again? I'm tired with real world stuff. I don't have enough energy to fight monsters. I came to the world just so I could see the ocean. Then solve your problems in the real world. Yeah, right. But that's impossible. It's not! Your spirit's not burning enough! When your soul is truly on fire and burned out, that is when miracles will occur! Then the impossible becomes possible! You're not supposed to burn out. Very well! Let me show you what I mean! I'll use my burning spirits to defeat that monster! Watch me! Pyrrhos the Third! The ferocious golden white dragon! Yeah! Hey! I'll help too! Okay. Das Lied, Alter, von... Das Lied von Pyrrhos, oh nee. Ja, das war's, tschüss. Ja, so schwer war der jetzt nicht. Und dieses Feldprotokoll kam aus dem Maul von Gurugan. Feldprotokoll. You see, young man? Does that show you what the burning spirit can do? After watching you, I feel like a fool brooding about things. I guess. All I did was complain. But I never did anything. I'm telling my parents I'm gonna be a graphic designer. I'll do my best. Ha! I knew you'd say that! Whatever. So, young man, when you are able to fulfill your dream, we shall meet again!
We, the members of GU, will be happy to have you join us. May the stars shine upon you until the end of your journey. You're so cool. Gaspard and I aren't in GU. Okay. Quest abgeschlossen, kehre zum Questjob zurück. Oh Mann. Erblassend. Ja, wir sollten irgendwie auch mal eigene Wörter kreieren, ne? Also so zusammenstellen. Fertig, sollte zum Questshop gehen und Bericht erstatten. So, das Feldprotokoll übergeben. Ist ja mein Feldprotokoll. Teile des Umschlags sind geschmolzen, aber die Seiten sind alle intakt. Jetzt kann ich meine Forschung über Glückstiere fortsetzen. Ich bin wirklich äußerst dankbar. Ich bin wirklich die glücklichste Person in der Stadt. Great adventure! No matter where the road may lead us, we must journey together again! May the stars shine down upon you till the end of your journey. Hey, that's my line! Oh Mann, sehr gut. Ich finde auch Gaspard und Pyrrhos passen auch so gut zusammen. Das ist echt lustig. So, wir haben jetzt alles hier erledigt, ne? Ja, genau. Das heißt, ich werde jetzt zurückporten zum Dom. Und werde dann die Folge an dieser Stelle beenden. Beim nächsten Mal machen wir dann mit Kuhn und Pai so rum weiter. Die beiden laden wir ein, werden das eine Gebietswort da noch abschließen, welches noch offen steht. Und dann werden wir mal schauen, was wir denn so an E-Mails bekommen haben und wer so mit uns noch reden will. Vielleicht löst sich auch das Ganze in der nächsten Folge noch mit Atelier auf, wer weiß. Also dann bis zum nächsten Mal hier bei DotHack GU Volume 1 Rebirth. Tüdelü.